Nee. Mensch, ich glaube, hier geht absolut nichts mehr. Nicht ein Kunde bis jetzt gekommen. Ich glaube, Ali hat mich reingelegt. Er meinte, beste Stelle fürs Taxi ist direkt vor der Bank. Und was ist? Kein einziger Kunde. Mann, so wird das aber nichts mit meiner Reise nach Malle. Oh, da kommt jemand. Mann, das war echt knapp, Alter. Also, ich will nach Berlin. Nach Berlin, Spandau. Und wir haben keine Zeit zu verlieren, okay? Mensch, Moatunus, ich bin's, Lenny. Warum bist du so abgekämpft? Was hast du denn gemacht wieder? PET-Flaschenmarathon? Oder übst du schon wieder bei der Jugendsportabzeichen? Junge, du bist da aus dem Alter raus. Lenny, du? Egal. Also, so ähnlich. Und nun fahr erstmal, ich erzähl dir das gleich alles. Aber du, nun fahr, Lenny, bitte, ey. Der Dicke kommt gleich um die Ecke. Nee, ich fahr keinen Zentimeter. Ey, du mir nicht erzählt hast, was du angestellt hast. Außerdem fahr ich hier keine Verbrecher durch die Kante. Da kenn ich nix. Ich will meinen Führerschein nicht verlieren. Oh Mann, Lenny, es ist dringend. Aber na gut, ich erzähl's dir. Also, pass auf. Ich bin heute Morgen einkaufen gewesen. Ach so, Sauftour durch Berlin. Und das nennt man heute einkaufen, ja? Ach, das war keine Sauftour. Ich wollte was zum Frühstück holen für Caro. Und naja, meine kleine Jenny, die mag doch diese Hörnchen da. Aha, es gab also Braun und Jägermeister. Aber dass du da nur schon eine Familie mit reinziehst, das ist heftig. Also, Alter, jetzt fahr doch erstmal los, ey. Da hinten kommt schon Ingos kleiner Sohn, der Dicke, um die Ecke, ey. Und der ist definitiv nicht happy. Oh Mann, sag das doch gleich mal an, dass der hinter dir her ist. Ey, ich geb mal Gas, Mann. Komm, schneid dich mal an und kotze dich bloß nicht aus. Also, Lenny, was hast du denn immer mit der Sauferei? Ich meine, hey, ich komm hier 2 Minuten in dem Auto drin und du fängst immer wieder vom Alk an, Alter. Ist echt alles okay mit dir? Oder bist du trocken? Trocken? Naja, ich hab vorhin zum Wachwerden erstmal einen 03er Jägermeister getrunken. Also, so ganz trocken bin ich nicht. Aber ich fahr nun schon seit 3 Tagen für Günthers Taxiunternehmen und naja, das hast du so einige Geschichten. Und nun weiß ich, warum du immer um 9 Uhr hier rumgeisterst. Ja, weil es um 10 bei uns Kaffee gibt. Boah, denkst du, ich bin blöde. Deine Kleine muss um 10 schon lange in der Schule sein. Und Alter, Caro muss auch zur Uni. Und hey, mein Bester, 10 Uhr ist nicht deine Zeit. Ich kenne dich jetzt schon so lange und du bist nie früher als 15 Uhr aufgestanden. Den alten Lenny, den kannst du dir nicht ins Licht führen. Du machst garantiert bei der Berliner Säufer Morgenstunde mit und das ohne deinen besten Freund. Naja, also wie soll ich denn sagen? Werner ist halt nicht mein bester Freund und mit dem würde ich freiwillig nirgendwo mit hinnehmen. Ich meinte mich mit deinem besten Freund, du Nuss. Mann, du bist ja schon total dicht. Bin ich nicht. Erstens, Jenny macht ihre Schulzeiten selbst. Ich habe 4 Jahre lang alles versucht, damit Jenny vor 11 Uhr in die Schule geht, ey. Aber das bekommst du nicht in ihren Kopf rein. Und seitdem sie mit dem Direktor der Schule einen Kredit gegeben hat von 10.000 Euro. Alter, ey, seitdem hat die ganze Schule unter Kontrolle. Stimmt, Alter. Darum fährt der Direktor immer 10.30 Uhr zu dir nach Hause. Ganz genau, ey. Der muss die immer abholen und das noch 3 Jahre lang. Na du, die Kleine ist aber doch schon 17. Meinst du nicht, dass die bald aufs Gymnasium wechselt? Ey, ich fusch da nicht rein, ey. Sie ist alt genug, um zu wissen, was sie will. Und sie meinte ja letztens, gegen 3 Ehrenrunden zusätzlich würde ja nichts brechen. Bis dahin meinte sie, hat sie auch den Schulleiter, den Meißler da von der Uni unter Kontrolle. Und auch den Müller vom Gymnasium. Also, hey Moa, deine Kleine wird mir immer unheimlich. Ah ja, solange sie ihren Unterhalt bezahlt und die Miete und so, das passt das alles schon. Moin, ich glaube, du hast das total falsch verstanden mit dem Unterhalt. Das ist Kindergeld und das ist dafür da, um deiner Jenny Klamotten zu kaufen. Ach, rede doch keinen locker, Lenny. Ich weiß ganz genau, was das alles bedeutet. Aber du kennst doch meine Ansichten. Solange die Kleine ihre Füße unter meinem Tisch hat, hat sie sich am Familienleben zu beteiligen und solange hat die Kleine ihren Beitrag zu leisten. Und solange muss sie dir 400 Euro im Monat abdrücken. So sieht's aus. So leistet jeder seinen Beitrag. Und ich hole jeden Morgen um 9 eben beim Bäcker die Brötchen. Caro lernt auf der Uni fürs Leben. Und naja, Jenny muss halt so ihren Beitrag leisten. Klingt alles logisch, aber du nun beantworte mir mal die Frage, warum du wie eine Wildsau in mein Taxi stürmst und mich anschreist. Ich soll losfahren. Irgendwie fühle ich mich langsam wie beim Quiz-Taxi hier. Und du bist der komische Bolo, der mich mit Fragen löchert. Bekomme ich für eine richtige Frage auch 500 Euro? Nee, kannst du absolut nicht vergessen, mein Bester. Günther zahlt so schlecht, ich bin froh, wenn ich 320 Euro am Ende des Monats bekomme. Und wie kommst du damit über die Runden? Gar nicht, aber ich stocke auf. Aber alter Mensch, nur lenk dich wieder ab. Sag mir, was hast du angestellt? Naja, ich habe seit 2 Wochen so einen Kaugummi-Automaten im Auge, weil ich wollte mir ja so einen Mauarm rausholen. Und was mache ich? Ich steck da 2 Euro rein und warte, nix kommt. Dann et knackt, et brummt. Ich freue mich wie wild auf meinen Mauarm und was ist? Nichts kommt aus dem Automaten. Aha, und weiter? Naja, ich habe heute mit dem Brecheisen das Teil ein bisschen bearbeitet, bin den sozusagen an den Kragen gegangen. Und wer kommt um die Ecke? Dem Ingo, sein fetter kleiner Wurm. Ey, und der wollte mir doch tatsächlich meine Mauarms erklauen. Krass, oder? Ich habe den erstmal voll verarscht, mein, da hinten kommt was. Und dann zack, die Füße in die Hand genommen und losgedüst. Heftig, das ist ja wie in einem schlechten Film. Apropos schlechter Film, merkst du auch, dass dein Auto irgendwie immer schneller wird? Ja, du bist aber ein Blitzmerker, Alter. Das geht schon seit wir gestartet sind. Und das Blöde ist, nichts geht mehr. Lenny, los.
nun bremst doch mal, Alter. Ey, schau doch mal, da vorne steht einer auf der Straße und winkst uns zu. Was ist denn das für ein Wani? Ist der bekloppt? Das ist ja voll krank. Der soll mal weiterlaufen. Ich kann doch nicht bremsen. Mord, was machst du denn da? Wieso hältst du dir die Augen zu? Ich will dir nicht sehen, was hier gleich passiert. Gute Idee. Dann halte ich mir auch die Glotzen zu. Du, Mord, leben wir noch? Ja, ich kann meine Beine noch fühlen und mein Kopf, der scheint auch noch dran zu sein. Dein Taxi, ne, das ist ein bisschen leicht verformt. Ist egal, Mann. Der ist ja gut versichert. Und was meinst du, ob der Typ das überlebt hat? Ich würde ja nicht drauf wetten, aber ich habe eine Idee. Wir sollten uns ganz schnell aus dem Auto verdrücken. Das läuft ja eh auf Ingo. Und somit, wenn die Bullen hier anrücken und nachschauen, dann sehen die natürlich, dass das den Ingo gehört. Und naja, dann ist der daran schuld. Und muss alles blechen. Und dann gehen wir eben, bevor wir zur Schenke anschwenken, einfach mal schnell bei Ingo im Taxilager vorbei. Und dann ins Büro rein. Du lenkst Gysi ab und ich tausche deine Wagennummer ganz schnell mit die vom Günther. Der ist doch eh dauerdicht. Der ist sowas von besoffen. Der weiß eh nicht mehr, was heute passiert ist. Mord, das ist ein Mörderplan. Aber wer der Typ wohl gewesen sein mag eben. Kein Plan, Alter. Da hab ich null Durchblick. Kein Wunder, du hast ja die Augen zugehalten. Aber komm, lass uns mal losdaddeln. Wir wollten ja eine Schenke. Hey, Lenny, schau mal da drüben. Werner, uff, der sieht ja ganz schön angefahren aus. Ich werde dir mal rufen. Hey, Werner, na du alter Autounfall, ist alles okay? Er wurde angefahren. Weiß aber nicht mehr von wem. Also aber heftig. Ich mag sowas mal absolut nicht. Ey, solche Leute kann ich nicht leiden. Fahren andere Leute um und was machen sie? Nix. Die helfen denen nicht mal und lassen Werner da liegen. Solche Leute kann ich absolut nicht ab. Ich auch nicht. Aber was machen wir mit Werner? Einfach liegen lassen. Das ist doch nicht mein Problem. Ey, ich meine, hey, was lässt der sich anfangen? Solche Leute, die im Verkehr nicht aufpassen können, hey, die kann ich absolut nicht ausstehen. Ich auch nicht. Darum nehme ich immer ein Kondom. Gute Einstellung, Lenny. Und ich glaube, über die zwei, wir sollten nun erstmal was zu uns nehmen. Drei Doppelte? Hey, ganz genau.